Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, heute zu dem Video. Stromversorgung im Wohnmobil ist ganz wichtig, vor allem wenn wir Solar haben, im Überschuss Lithium verbaut haben, wollen wir natürlich auch, dass unsere Starterbatterie mitgeladen wird. Bei uns ist es zurzeit so, dass die Starterbatterie nur über die Lichtmaschine geladen wird. Es sei denn, wir haben Landstrom angeschlossen, dann wird unsere Starterbatterie mitgeladen. Da kommen wir auch gleich zum Thema. Das heißt, wir wollen heute euch zeigen, wie kann ich den überschüssigen Strom, den wir produzieren, zum Beispiel mit der Solaranlage, der gespeist wird in unseren Lithiumbatterien, wie bekommen wir den auf unsere Starterbatterie? Und das wollen wir euch heute zeigen in diesem Video. Und da beginnen wir gleich. Viel Spaß, bleibt dran, bis gleich. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, bei uns ist es natürlich so, wir haben Stromüberschuss. Unsere Lithiumbatterien sind nahezu immer voll, werden immer wunderbar geladen. Da werden wir auf jeden Fall noch mal ein separates Video machen zu unserer Solaranlage. Das ist aber nicht heute das Thema. Wir haben uns da kundig gemacht, wir haben viel recherchiert und sind zu folgenden Entschluss gekommen. Ja, bei uns schaut es zurzeit so aus, dass wir haben die Lithiumbatterien 3,5 Volt, das steht hier. Daneben ist unsere Starterbatterie, die ist hier, die schaut so aus. Und wie euch sicherlich bekannt ist, haben wir natürlich noch unseren Votronic Batteriecomputer. Wie wir hier sehen, zurzeit laden wir mit 0,2 Ampere. Unsere Batterien sind nahezu voll. 99% und hier haben wir dann die Starterbatterie. Die Starterbatterie ist jetzt nicht angeschlossen, deswegen zeigt es jetzt hier 0,0 Volt an. Und wir wollen ganz einfach, dass unsere Starterbatterie von unserem Solar mit geladen wird über die Lithiumbatterien. Was machen wir jetzt? Ja, wir haben uns Folgendes bestellt, liebe Wohnmobilfreunde, und zwar haben wir von Büttner Elektronik den Standby Lade Pro 12 Volt mit 5 Ampere hier bestellt. Wir werden euch auf jeden Fall mal mit zeigen, wie wir den installieren hier im Wohnmobil. Von der Starterbatterie über die Lithiumbatterie, über das Gerät. Und wir werden mal zeigen, ob das Ganze funktioniert. Ist das einfach? Ist das schwer? Ist das für jeden machbar? Das werden wir euch auf jeden Fall mal mit zeigen. Das ist das Gerät, ganz kurz zum Gerät, der MT Standby Lader Pro 12 Volt 5 Ampere. Wir backen das Ganze mal aus. Was haben wir hier drin? Natürlich das Gerät, hier gehört nicht viel dazu. Das Gerät und einmal eine Bedienungs- bzw. Installationsanleitung. Ja, so schaut das Gerät aus. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, normal Bleisäurebatterien anzuschließen, AGM-Batterien etc. Wir haben Lithium-Batterien, können wir anschließen, und Starterbatterien. Das gleiche haben wir nochmal, einmal mit 2,5 und dann nochmal mit 2,5 Ampere. Das heißt, wir kommen hier zusammen auf 5 Ampere. Wir schließen aber nur 2,5 Ampere an, weil wir unsere Starterbatterie, die Ladeerhaltung, nur mit maximal 3 bis zu 3 Ampere hier laden. Ja, das Gerät wird eingebaut. Hier verbinden wir dann unsere Starterbatterie mit einem Pluskabel. Hier ziehen wir ein Kabel von unserer Lithiumbatterie und schließen das hier an. AGM-Bleisäure haben wir nicht mehr, also bleibt das frei. Und somit ist das Gerät geeignet für jeden Wohnmobil-Batterietyp. Ihr könnt hier verschiedene Typen anschließen und hier die Starterbatterie mit laden. Da ihr ja das kennt von uns, dass wir viel Votronic verbaut haben, haben wir uns natürlich bei Votronic auch mal umgeschaut gehabt. Da gibt es natürlich auch einen Standby-Lader. Das ist dieser hier. Dieser Standby-Lader für die Starterbatterie-Ladeerhaltung geht nicht für die Lithium-Batterie.
Das ist ganz wichtig, das ist auch in der Bedienungseinleitung nochmal hinterlegt. Das heißt, wenn ihr eine normale Bleisäurebatterie habt oder AGM-Starterbatterie, alles was Starterbatterie ist, nicht Lithium, und ihr habt Lithium verbaut, dann könnt ihr nicht dieses Gerät verwenden von Votronic zur Ladeerhaltung eurer Starterbatterie. Ja, das ist ganz wichtig. Das war auch für uns wichtig, da haben wir uns belesen. Also haben wir uns für diesen Büttner Standby Lader Pro entschieden, weil der kann das Bleisäure und Lithium laden. Ja, wie machen wir das Ganze? Wir haben schon mal ein bisschen vorgebaut. Somit zeigen wir euch nicht die ganze Verfahrensweise, wie wir die Kabel gezogen haben, etc., sondern wir zeigen euch nur mal, wo wir die Kabel angeschlossen haben und wo wir rauskommen. So, das erste Kabel, was wir gezogen haben, ist das Pluskabel von der Starterbatterie. Wir haben hier das Pluskabel von der Starterbatterie, das hier, das geht hinten durch den Doppelboden durch, hinter in unser Fach, wo unsere ganzen Lithiumbatterien sitzen. Hier haben wir ein 6-Quadrat-Kabel genommen, ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen besser. Auf jeden Fall 6-Quadrat-Kabel genommen, haben das ordentlich abgeschirmt und hier an die Starterbatterie am Pluspol angeklemmt. Ja, dann kennt ihr ja unser Stromfach, unsere Lithiumbatterien, die hier sitzen, einmal hier und einmal hier unten drunter sitzen unsere Lithiumbatterien. Hier haben wir den Plusverteiler und da haben wir ein Kabel hochgezogen, das hier, das Kabel hochgezogen, hierher. Das ist das Pluskabel von der Bordbatterie. Das kommt dann an diesem Standby-Lader ran. Und hier haben wir das Kabel von unserer Starterbatterie. Das schaut so aus. Hier haben wir einen Sicherungshalter mit eingebaut. Hier ist noch keine Sicherung drin, also kein Strom drauf. Ein Sicherungshalter mit eingebaut und gleichzeitig noch eine Verteilung gemacht an unseren Votronic-Batteriecomputer. An unseren Shunt von unseren Votronic-Batteriecomputer. So, hier haben wir den Shunt von unserem Batteriecomputer. Das kommt dann hier ran, das Pluskabel von der Batterie. Und hier haben wir das Kabel, das Pluskabel von unserer Aufbaubatterie, was hier an den Shunt geht von dem Batteriecomputer. Also, das ist das Kabel zum Shunt von unserer Bordbatterie und das ist das Kabel das Pluskabel von unserer Starterbatterie, wo jetzt hier auch der Standby-Lader mit angeschlossen wird über diese Verteilung. Wie funktioniert das? Und zwar haben wir jetzt hier das Pluskabel von unserer Starterbatterie. Das haben wir gekennzeichnet und zwar gehen wir jetzt Starterbatterie hier auf das Plus, ob man es sehen kann, ich denke schon, hier auf das Plus 2,5 Ampere von unserer Starterbatterie. Hier schließen wir das jetzt an. Jetzt haben wir das Pluskabel von unserer Lithiumbatterie, von unserem Verteiler hier unten, von der Lithiumbatterie. Und das schließen wir jetzt hier auf den Punkt, ich kann es bloß nicht so sehr ziehen, hier auf den Punkt Plus Lithium in. So, jetzt wird das hier eingeschlossen. Ihr seht es, liebe Wohnmobilfreunde, es ist kein Hexenwerk, die zwei Geschichten hier anzuschließen. So, jetzt haben wir das fertig angeschlossen. Einmal Lithium-Bordbatterie, das ist das Kabel, und einmal Starterbatterie. So, wir haben ja jetzt hier noch keine Sicherung drin, also fließt hier auch noch kein Strom. So, jetzt haben wir hier die Sicherung. Es wird jetzt vom Hersteller vorgegeben, hier von der Starterbatterie zum
Standby-Lader eine Sicherung einzubauen, was wir hier haben, eine 10 Ampere Sicherung hier einzubauen. Die setzen wir hier jetzt ein und somit ist unser ganzes System jetzt hier unter Strom. So, das wird jetzt festgemacht. Jetzt schauen wir uns das mal an. Was sagt unser Batteriecomputer? Hier haben wir die Spannung unserer Bordbatterien, 13,5 Volt, die sind voll. Und hier haben wir die Spannung unserer Bordbatterie, 12,6 Volt. Das schwankt natürlich, wie wir sehen können, hier zu unserer Anzeige, die wir hier haben. Hier sind wir bei 12,7. Ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. 12,7, aber das passt. Ja, somit haben wir jetzt das Gerät verbaut. Wer jetzt das Ganze noch nicht so explizit hat, hat dann hier nochmal in der Bedienungsanleitung, ich klappe es mal um, hier eine Möglichkeit, wie das installiert wird. Genau so kann man das machen. Wie gesagt, wer jetzt ein größeres Wohnmobil hat, der kann jetzt auf die 5 Ampere gehen. Der nimmt dann diese zweite Anschlussleiste noch mit dazu, die zweiten 2,5 Ampere. Nee, wir nehmen erstmal nur diese 2,5 Ampere, verdoppeln auf 5 Ampere, können wir das Ganze allemal noch. Das habt ihr mit in der Beschreibung von dem Gerät. Das liegt dem Gerät mit bei, also ist das kein Problem. Ja. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir haben das Ganze jetzt hier noch außen liegen, noch nicht festgeschraubt. Und unser Standby-Lader, den wir jetzt hier haben, der wird dann hier drauf jetzt festgeschraubt. Ich denke mal, dass wir vom Platz her hier unten drunter unter dem Schand das Gerät wunderbar platzieren können. Die Anschlüsse an unseren Schand von unserem Batteriecomputer, einmal das Pluskabel von unseren Lithium-Batterien und einmal hier das Pluskabel von dem Standby-Lader Pro. Den Standby-Lader Pro, den haben wir jetzt hier unten festgemacht, verschraubt und somit sitzt er auch fest. Genau neben dem Shunt. Somit wird unsere Starterbatterie, die vorne verbaut ist, immer im Standby-Modus geladen mit 2,5 Ampere. Können wir natürlich auch Geräte laufen lassen, Autoradio und so weiter oder Alarmanlage. Es läuft ja einiges jetzt über diesen Autos drüber, über diese Euro 6-Norm. Die verbrauchen viel Strom, die Starterbatterien. Also wird unsere Batterie immer mit geladen und unser Solar bringt natürlich den Strom und speist unsere Lithium-Batterien hier wieder ein. Somit haben wir immer Strom, sind autark, uns kann nichts mehr passieren. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen nach oben, da würden wir uns freuen. Ganz einfach, ganz schnell. Wir freuen uns und sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt gesund, bis dahin.